Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Lies of P. Heute geht es darum, mal einen wirklich extrem kritischen Blick auf das Game zu werfen, weil ich mich gefragt habe, wie solche Metacritic-Ratings zustande kommen von 80. Also 80 ist wirklich schon extrem schlechte Metacritic, wobei ich gedacht hätte, das Game wäre mindestens über 90. Und deswegen habe ich mich mal gefragt, was ist denn der Grund, wieso vielleicht ein 80er Rating gerechtfertigt ist. Und deswegen will ich heute auf jeden Fall mal ganz kritisch schauen, was ist schlecht an diesem Spiel. Ich tue mich damit besonders schlecht, weil ich habe es ja schon öfter gesagt, für mich ist das Game ein richtig, 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 richtig gutes Spiel. Für mich das beste Souls-like, wo nicht der From Software-Titel draufsteht, die From Softwares Firma hintersteht. Für mich ist das beste Souls-like, ich habe schon einige gespielt und das ist für mich mit Abstand das Beste. Kein Temesia, kein Mortal Shell, kein. Egal was in den letzten Jahren was rausgekommen ist, kommt daran an Lies of P, meiner Meinung nach. Deswegen nehmt alles, was ich jetzt sage, an Kritik nicht total ernst, weil ich finde trotzdem, dass das Game mindestens eine über 90 Wertung hat. Das schon mal vorweg gesagt und jetzt rein in die Kritikpunkte. Ich glaube, das ist natürlich nur eine Sache, die ich nicht weiß, aber ich glaube, dass die Kritik von Metacritic, das Rating, nicht auf ein Long-Run-Play, wie ich jetzt hier habe, von über 40, 50 Stunden basiert. Ich habe jetzt 50 Stunden drin und ich glaube, beziehungsweise ich bin fast davon überzeugt, dass die Metacritic, das Rating oder das Rating von vielen nicht auf mehr als 20 Stunden beruht, weil viele Kritikpunkte, die auch von anderen YouTubern genannt wurden, Kritikpunkte sind, die später kein Kritikpunkt mehr sind. Wie zum Beispiel, dass wenn man geschlagen wird, ich lasse mich ja eben schlagen, man nicht sofort aufstehen kann. Das ist ja in Elden Ring und Bloodborne und das Spiel hier basiert extrem stark auf Bloodborne. Ein Standard-Skill, dass wenn ihr geschlagen werdet und auf dem Boden liegt, sofort wieder aufstehen könnt. Das gibt es hier erst ab einem Organ. Die Organe werden freigeschaltet nach dem dritten Boss. Und Organe kann man freischalten mit Quarzen. Quarze ist eine Währung, die man in der Welt findet. Durch die droppen von Minibossen. Oder die könnt ihr in kleinen Kisten finden. Aber ist eine sehr seltene Ressource. Und deshalb dauert es erstmal ein bisschen was, bis ihr das zweite Organ aktiviert habt. Insgesamt 4 Quarze. Und dann nochmal 2 Quarze, bis ihr dann wirklich diesen Skill habt. Die ersten 4 Quarze findet ihr nicht mal in den ersten 5 Stunden. Vor den ersten 3 Bossen findet ihr, glaube ich, maximal 2. Das heißt, erst nach dem 4. Boss quasi habt ihr die Möglichkeit, diesen Skill, dieses Organ zu leveln. Was mit da einhergeht, ist, dass Doppelrollen möglich sind. Normal, wenn ihr das Organ nicht aktiviert habt, müsst ihr eine Rolle machen, bis die Animation beendet ist und dann könnt ihr die nächste Rolle machen. Erst mit dem Organ könnt ihr eine Doppelrolle hintereinander machen. Wenn ich 2 hintereinander mache, dann seht ihr, dann braucht er ein bisschen, bis ich wieder rollen kann. Seht ihr, dann muss er erst aufstehen. Das ist zum Beispiel bei Bloodborne auch von Anfang an möglich und in dem Organ quasi hinter einer Payroll. Ist nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Man muss erstmal 2 Quarz finden. Und das dann auch noch einsetzen, um diese Ability zu haben, die ein Bloodborne von Anfang an hat. Und das Problem, was viele damit haben, ist, dass das Game sich gerade zu Beginn relativ behäbig anfühlt und Gegner und Bosse schwieriger sind, als sie eigentlich sind. Das merkt man vor allen Dingen bei dem allerersten Boss, wenn man den besiegt. Da hat man weder die Doppelausweichung, man hat keine starke Waffe, man kann nicht blocken richtig. Man hat keine gute Legionswaffe, man kann nicht aufstehen, wenn man getroffen wurde und. Und wenig Ausdauer und keine Fabel und alles, was dazugehört. Und wenn man den Boss später wieder besiegt, im NG Plus oder später im Storyverlauf muss man nochmal gegen ihn kämpfen, dann fühlt es sich viel, viel, viel einfacher an. Das ist mir selber auch aufgefallen in meinem NG Plus Run, dass das Game viel einfacher ist als in meinem ersten Run, obwohl die Gegner natürlich viel schwieriger geworden sind. Ich hoffe, dass der Gegner mich jetzt hier gleich einmal zu Boden ringt und ihr dann seht, was ich meine. Jetzt. Ich bin auf dem Boden und normal müsste man jetzt die ganze Animation abwarten und ist dann gestunlockt. Und wenn man dieses Organ nicht aktiviert hat und man wegrollen kann, würde man genauso wie ich es gerade bin,
sterben. Weil wenn man auf dem Boden ist, muss man die Animation abwarten, bis man aufgestanden ist. Und dann kann man erst wieder wegrollen oder blocken oder irgendeine Interaktion machen. Und ich glaube, das ist gerade für den Beginn des Spiels, was das Spiel sehr schwer macht und was ein Kritikpunkt ist von den YouTubern und Kritikern. Zwei allgemeine Sätze vielleicht zu dem Organsystem, Skillsystem, Skilltree. Ich finde es richtig cool, dass es so ein Skilltree gibt, der neue Möglichkeiten des Builds gibt und dem Build ein wenig anpassbar macht. Wobei es redundant wird, weil man ab NG Plus sowieso alle Organe oder 80% der Organe hat, so wie ich jetzt auch. Und zweitens finde ich es schade, das ist wieder so ein kleiner Kritikpunkt an diesem Skillsystem. Es gibt viele Organe, die sich doppeln. Es gibt viele Mini-Organe, also das sind diese Mini-Sachen, die ihr dann quasi reinpacken könnt in die Organe, die sich oft doppeln. Es fehlt ein wenig die Entfaltungsfreiheit dort und ein wenig der Content. Zwei Worte zu den Organen. Der nächste Punkt, der ich glaube, der ein Punkt ist, den viele Leute nicht mögen, ist das Fehlen von Poise. Weil alle Waffen, die alle schweren Waffen haben das Problem, dass sie in der Attacke unterbrochen werden können. Das heißt, schwere Angriffe kommen nicht durch. Poise macht, dass man schwere Attacken aufladen kann und die trotzdem durchkommen. Das macht, dass alle schweren und langsamen Waffen sehr viel schwieriger oder schwerer sind als schnelle, kleine Waffen. Das gilt übrigens auch für die Fabel. Wenn ihr einen Fabelangriff macht, kann der auch unterbrochen werden durch einen Furzangriff. Egal welcher Angriff, jeder Angriff kann dafür sorgen, dass die Fabel abgebrochen wird. Das gilt natürlich nicht für alle Fabeln. Es gibt ein paar Fabeln wie ich, die ich hier gerade benutze, die trotzdem durchgeht. Nicht bei allen Angriffen, aber bei vielen. Ein Kritikpunkt, der auf meiner Agenda ganz weit oben ist und der mich extrem abfuckt, das ist also ein wirklicher Kritikpunkt, wieso das Game von mir keine 10 von 10 bekommt. Und das ist das Hängenbleiben an Wänden. Ihr könnt mit euren Waffen teilweise durch Hände durchschlagen und teilweise eben nicht. Also wenn es wenigstens so wäre, man bleibt einfach immer an Wänden hängen, dann kann man sich darauf einstellen und dann kann man sagen, ey, so große Waffen funktionieren einfach nicht in engen Gängen. Aber es gibt Wände, wo man durchkommt und dann gibt es Wände, wo man hängen bleibt. Und das macht mich richtig wütend, jetzt sogar gerade im Kritikvideo. Das ist ein großer Kritikpunkt, der auch wirklich von mir kommt, unabhängig davon, was ich glaube, was andere denken. Das fuckt mich extrem ab. Und der letzte Punkt ist der Punkt, den ich, glaube ich, auch ein wenig ernst nehmen würde. Und das sind die Frames fürs Parryen. Weil man später extrem darauf bauen muss zu parryen. Gerade die späteren Bosse fordern quasi, dass man einen perfekten Parry rausholt. Und ihr seht, es ist echt schwer, da das richtige Timing, selbst bei so einem Billiggegner zu finden. Vor allen Dingen so ein Billiggegner, den ich noch nie, wo ich mich, da war der Parry. Und der Parry, der braucht halt auch ein kleines bisschen Vorbereitung, weil man die Waffe ja hochheben muss. Aber der blockt halt den kompletten Schaden, kostet keine Ausdauer und macht, dass der Gegner so kurz zurückgeschreckt wird. Und wenn ihr es richtig gut könnt, dann könnt ihr halt Bosse damit komplett zerstören. Aber das muss man halt, das Timing muss man halt rausfinden. Und ich finde, hier fehlen ein paar Frames vorher und danach, dass das wirklich immer funktioniert. Zerstört seine Waffe sogar. Ich finde, das Parryen ist ein wenig zu schwer. Gerade für Neulinge, die das Souls-Universum nicht kennen, könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich zu schwer ist. Und obwohl es so mandatory ist später. Also, ich hatte ja in meinem letzten Tipps und Tricks-Video schon gesagt, ganz wichtig, lernt das Parryen. Ich bin jetzt 50 Stunden im Spiel und ihr seht, ne, ich krieg's auch nicht immer hin. Es ist wirklich schwierig. Und wer meinen Fight gegen den letzten Boss gesehen hat, weiß, dass es ist einfach so wichtig, das später drauf zu haben. Und um das abschließend zu sagen, mir fehlen hier einfach ein paar Frames, dass der öfter zündet, weil das System so hart darauf basiert. Das waren wirklich alle Kritikpunkte, die mir eingefallen sind. Ich finde das Gameplay an sich super. Ich finde das Leveldesign super. Ich finde die Grafik super. Ich finde,
Die Story super, ich finde die Synchro super, ich finde das, die KI von den Gegnern super, ich finde es nie unfair, ich finde das Leveln gut, ich finde es ist abwechslungsreich, man wird gefordert, man wird aber auch nicht, man wird auch bestraft für dumme Dinge, es ist aber auch total belohnend, die Welt ist super gestaltet, man hat ganz oft Aha-Momente, die Bosse sind super, also. An sich strotzt das Game vor Positiveness. Also es ist einfach nur ein Meisterwerk in meinen Augen, was Souls-Likes angeht. Wenn das From Software draufstehen würde, ich würde sagen, okay, es ist ein From Software-Titel. Man muss dazu sagen, der koreanische Entwickler, das ist sein allererstes Souls-Like gewesen. Und dafür ist es wirklich extrem gutes Souls-Like gewesen. Besser als viele andere, die schon viel mehr Erfahrung damit haben. Wenn euch noch Kritikpunkte einfallen, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Würde mich extrem interessieren, ob ihr noch andere Sachen oder euch andere Sachen aufgefallen sind, die euch stören am Spiel. Ja, der Schwierigkeitsgrad, gerade zu den ersten drei, vier Bossen, ist extrem hart. Aber sobald das Movement da ist, das Knowledge da ist und die ersten Stunden überwunden sind, finde ich, ist das Game eine absolute Wucht. Wenn ihr mehr von Lies of Pi sehen wollt, lasst gerne ein Like auf dem Video da. Würde mich sehr über ein Follow freuen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.